Ja, ich wünsche euch allen Gottes Segen. Kommt doch zu Yeshua HaMashiach, zu Jesus, dem Messias. Er ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Nur durch Jesus Christus kannst du in den Himmel kommen. Nur er hat für deine Sünden am Kreuz gelitten und bezahlt. Er ist der einzige Mensch, der niemals eine Sünde getan hat. Er ist nicht nur ein Mensch gewesen, er war der Sohn Gottes. Und Jesus Christus ist Gott. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, steht in der Bibel. Kommt doch zu Jesus und bekennt ihm eure Sünden. Gott will dir ewiges Leben schenken. Gott liebt dich. Halleluja. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Yeshua, Jesus Christus, in diese Welt gesandt hat. Damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig leben kann. Gott will dir das ewige Leben schenken. Gott liebt dich. Aber das sind übernatürliche Dinge, die können wir nicht alles mit dem Verstand erkennen. Da brauchen wir Offenbarung von Gott durch seinen Geist. Gott will dir die Geistestaufe schenken und den Heiligen Geist schenken, dass du die Verbindung kriegst mit ihm, dass du online bist mit Gott. Gott liebt dich. Gott liebt die Menschen und er will dir vergeben. Probier das doch aus und bete am besten heute noch zu Jesus und sag, komm in mein Herz, Jesus Christus, und vergib mir alle Sünden. Und dann sagst du, ich vergebe allen Menschen alle Sünden, ich bin ein Kind Gottes und sei mein Erlöser, Jesus. Probiert das aus und liest mir in der Bibel, auch laut die Bibel lesen. Gott liebt dich, ich wünsche ihm Gottes Segen, Halleluja. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Komm doch zu Jesus Christus, komm doch zum Vater im Himmel, er will dir ewiges Leben schenken. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, wer ihm nicht gehorcht. Und der Zorn Gottes wird auf demjenigen bleiben. Gott ist zornig über die Sünden, Gott ist heilig. Aber Gott will uns vergeben, Gott liebt uns. Halleluja. Jesus Christus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Vertraut doch dem Herrn Jesus. Gott liebt dich. Bete doch am besten heute noch zu Jesus und sag, komm in mein Herz, Jesus Christus, und vergib mir alle Sünden. Probiert das doch aus, Gott liebt dich. Der Teufel ist ein Lügner, der Teufel ist der Vater der Lügen. Und Gott will uns frei machen. Gott will uns Heilung schenken und Befreiung durch seinen Geist. Halleluja. Gott kann Wunder tun. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und when we please God, we will receive our miracles. Wenn wir Gott wohlgefallen, empfangen wir unsere Wunder. Gott will Wunder tun für dich. Gott will auch Wunder tun für mich. Er kann Wunder tun. Gott ist allmächtig. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Komm doch zu Jesus Christus und bekenne ihm deine Sünden. Gott liebt dich. Halleluja. Gott ist die Liebe. Kommt doch zu Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du kommst nicht durch andere Dinge zum Vater im Himmel. Nur durch Jesus Christus. Er hat alles für uns am Kreuz gegeben. Er hat sich ganz für uns aufgeopfert. Sind wir auch bereit, alles für Gott zu geben? Oder was ist uns wichtiger als Gott? Was einem wichtiger ist als Gott, sind auch Götzen. Aber Gott will uns frei machen davon. Gott will dir den Heiligen Geist schenken, dass er in deinem Herzen wohnt. Gott liebt dich. Kommt doch zu Jesus Christus. Ich wünsche euch Gottes Segen. Gott segne sie. Halleluja.